Das Wort hat nun Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Prozess dieses Reformwerkes, was wir jetzt vorliegen haben, die verschiedenen Stufen, die verschiedenen Ideen, die wir da gesehen haben, insgesamt zeigen im Wesentlichen eines: Diese Bundesregierung und darin auch gerade die FDP hat keinen Plan. Und im Übrigen geht es auch schon wieder weiter von wegen Chaos, was Sie uns vorwerfen halt. Ich habe hier die Pressemitteilung, die CSU zweifelt an unbürokratischem Sozialausgleich. Der Gesundheitsexperte Straubinger sagt, ich kann nicht erkennen, wie das umgesetzt werden soll. So geht es dann mit dem Chaos auf jeden Fall auch noch mal ein Stück weiter mit dieser Regierung. Wichtig ist, was hinten rauskommt, sagte mal Helmut Kohl. Seine politische Erbin hingegen, die jetzige Kanzlerin, scheint es sehr egal zu sein, was das Ergebnis für die Versicherten, die Patientinnen und Patienten sowie für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler bedeutet. Hinten rauskommen soll vor allen Dingen eins: der Koalitionsfrieden. Und liebe Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, raten Sie mal, wer das denn zahlen darf. Die Menschen in diesem Land wissen ganz genau, dass hier die Koalition auf ihre Kosten gerettet werden soll. Herr Rösler wird zwar nicht müde zu behaupten, der Einstieg in eine dauerhaft solide Finanzierung sei geschafft. Das glauben ihm nach einer Umfrage auf tagesschau.de, an der sich schon 15.000 Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben, gerade mal 2,4%. Damit glauben ihm das noch nicht einmal die 4% verbliebenen FDP-Anhänger, in der Tat. Die Koalition will Unvereinbares zusammenbringen. Einerseits hätte die FDP das Gesicht verloren, wenn es keine Kopfpauschale gegeben hätte. Andererseits war die CSU, zu Recht im Übrigen, dagegen. Was haben sie gemacht? Pauschale Zusatzbeiträge haben sie geschaffen, die der Kopfpauschale in nichts nachstehen. Sie sind das ungerechtigste Finanzierungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ihr Problem ist, Sie wollen einen kompletten Systemwechsel, zumindest die eine Seite der Koalition, aber gleichzeitig soll es so aussehen, dass alles beim Alten bleibt. Was dabei rauskommt, ist unsozialer Murks. Herr Rösler, Sie meinen, Sie hätten eine nachhaltige und soziale Finanzierung geschaffen. Ihr Modell läuft doch in wenigen Jahren darauf hinaus, dass die Zusatzbeiträge bis zur Belastungsgrenze von 2% des Einkommens steigen werden. Zuerst bei den armen Versicherten, später bei allen. Zuerst bei den klammen Kassen, später bei allen Kassen. Und was passiert, nachdem Sie allen eine 2%ige Einkommenskürzung verpasst haben? Dann verwandelt sich Ihr sogenannter Sozialausgleich automatisch in ein Instrument, das alle weiteren Kostensteigerungen aus Steuern finanziert. Ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem? Ist das das liberale Idealbild? Aber Ihren Vorschlägen ist eines gemein: Am Ende zahlen die Versicherten. Wie schon die Vorgängerregierungen laden sie fast alle Kostensteigerungen bei den Versicherten und bei den Kranken ab. Als Feigenblatt haben sie sich jetzt überlegt, doch den Arbeitgeberbeitrag um 0,3% zu erhöhen, dann aber für alle Zeiten festzuschreiben. Das heißt, über kurz oder lang haben die Versicherten eine Belastung von 2,3% zusätzlich. Sie belasten also die Versicherten in diesem Land fast 8-mal stärker als die Arbeitgeber. Ich frage Sie, ist das sozial gerecht? Ist es sozial gerecht, dass die Versicherten darüber hinaus noch mal 0,9% mehr Beiträge zahlen als die Arbeitgeber? Dazu kommen dann noch die Praxisgebühr, Zuzahlungen, wirtschaftliche Aufzahlungen und Leistungen, die nicht mehr bezahlt werden. Das ist weder sozial noch gerecht, und das wissen alle Leute draußen im Land. Noch ein kurzer Satz zu diesem Mythos der Lohnnebenkosten, der ja auch wieder bemüht worden ist. Die Exportindustrie hat diese Koalition offensichtlich vor den Karren gespannt, und sie kämpfen um jeden Cent Entlastung von Lohnnebenkosten als höchstes Ziel der Gesundheitspolitik, merkwürdigerweise. Mit Händen und Füßen wehren sie sich zum Beispiel dagegen, das Defizit des nächsten Jahres damit auszugleichen, dass die Arbeitgeber wieder den gleichen Beitragssatz zahlen müssen wie die Versicherten. Diese 0,9% Beitragssteigerung für die Arbeitgeber, wie würde sich das auswirken auf die Exportindustrie? Nehmen wir ein typisches Exportgut, den VW Golf, mit einem Listenpreis von 18.275 Euro. Da würde das gerade mal rund 20 Euro am Preis ausmachen bei 15% Lohnkostenanteil, Tendenz sinken bei den Lohnkostenanteil. 1% Wechselkursschwankungen, die wir in der letzten Zeit ja haben, machen 185 Euro aus, also das deutlich mehr. Aber
Gleichzeitig belasten Sie den VW-Facharbeiter im Jahr mit 450 Euro, und das soll gerecht sein. Wirtschaftlich sinnvoller wäre es, wenn der Arbeitgeber sich an diesen Kosten wieder zur Hälfte beteiligt und der Facharbeiter das Geld zum Ausgeben hat. Bloß weil Sie über Ihr Konzept schreiben, es sei gerecht, sozial, stabil, wettbewerblich und transparent, wird das, was unter dieser Überschrift steht, nicht besser. Die Menschen wollen keine stufenweise Abschaffung der Solidarität im Gesundheitssystem. Sie wollen eine tatsächliche soziale gerechte Finanzierung, bei der starke Schultern mehr tragen als schwache. Das will die Linke auch. Das werden wir versuchen durchzusetzen. Danke.